Jetzt kommen sie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe FAB-Fans, das Raumschiff Enterprise, es fliegt wieder. Es geht jetzt um den Film Star Trek 6. Er läuft im Festival außer Konkurrenz. Und vielleicht wird uns Regisseur Nicolas Meyer verraten, wie lange die Enterprise noch durch das Universum donnert. Übrigens soll Festivaldirektor Moritz de Hadeln auch ein Trekkie-Fan sein. Okay, ladies and gentlemen, could you please be... if you want translation, it's on channel number 2 and you first have to ignite it for once and that will be settled. Sorry, say it again. Channel number 2 is English simultaneous translation, and before you actually use them, you do this only once and it will stay on for the rest of the concert. Okay. All right? Okay. Can we please sit down? Können wir uns bitte hinsetzen? Photographers? Flashlights? The lot? Okay, ich möchte... Okay, wir möchten anfangen, okay? Okay. Oh dear, you have a violin. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Bevor wir zur Pressekonferenz beginnen, möchte ich Sie vielleicht bitten, wegen der großen Anzahl von Interessierten das Rauchen vielleicht zu suspendieren für die Zeit dieser Pressekonferenz. Das hilft uns allen, gut zu atmen. Ich würde mich da sehr freuen. So, damit möchte ich jetzt die Pressekonferenz anlässlich des Films Star Trek 6, das unentdeckte Land, eröffnen. Das ist ein Beitrag aus den Vereinigten Staaten. Ich möchte Ihnen gern die Gäste vorstellen. Ich fange wieder von mir aus ausgehend an. Zunächst darf ich vorstellen den Regisseur und Co-Drehbuchautor Nicolas Meyer. Dann begrüße ich die Darstellerin der Martia, Iman. Und schließlich den Co-Produzenten Stephen Charles Jaffe. Hier war eine Frage vorne rechts, der Herr, das gelbe Mikrofon oder was immer. Können Sie die Hand heben? Die erste Frage. Gewiss, Unterhaltung muss es geben bei der Berlinale. Aber wie kommt dieser Film auf dieses Festival, wenn es nicht das Kinderfestival gewesen wäre? Sicher bin ich viel zu alt für den Film, aber ich glaube nicht, dass Venedig oder Cannes, umgekehrt, dass Cannes und Venedig diesen Film angenommen hätten. Vielen Dank. Would you like to comment on this or not? Okay. So, darf ich um weitere Wortmeldungen bitten? Fragen? Weitere, Ihre Fragen bitte. Da ist eine Frage in der Mitte.
Can you tell us when you had the idea for this film and how did you manage to make it so up to date at the end of the Cold War? Wie konnten Sie das so anpassen auf das Ende des Kalten Krieges? Der Film ist sicherlich inspiriert worden durch die Ereignisse hier in Berlin und in Osteuropa. Der Coup, der in dem Film stattfindet, geschah vor dem Coup in der Sowjetunion. Wir hatten gerade den Film im Schnitt, als Gorbatschow gestürzt wurde. Und ich glaube, wir kamen einfach den Ereignissen zuvor und dann war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, diese Attentat war keine sehr weit hergeholte Idee, auch schon beim Schreiben des Drehbuches. Wir waren nur dann alle etwas überrascht, als die Ereignisse begannen, den Film nachzuahmen. Wenn Sie einen Film machen, dann gibt es ja doch eine unglaubliche Tendenz, alle Erfahrungen in die Frage zu destillieren, ist das gut oder schlecht für den Film? Und ich fürchte sehr, als Gorbatschow gestürzt wurde, war unser erster Gedanke, mein Gott, das ist zu dumm, dass wir nicht nächste Woche schon mit dem Film rauskommen. Wir hoffen bloß, dass es ihm gut geht. Weitere Fragen, bitte. Sie haben ja, ich habe eine Frage an die Regie. Sie haben ja auch ganz wichtige Bezüge aufgenommen, etwa die Ozonverschmutzung ist mir aufgefallen, ziemlich am Anfang. Dann gibt es andere Bezüge, zum Beispiel eine Namensgebung, Gorkon. Haben Sie da an lebende Politiker gedacht, bei der Namensgebung Ihrer Figuren? Of course. Natürlich. Können Sie da vielleicht etwas zu sagen? The film, ich glaube, das Star Trek-Spiel funktioniert am besten, wenn die Filme sich mit Problemen befassen, die hier und jetzt anliegen und nicht in der Vergangenheit gespielt haben, in weit vergangenen Milchstraßenzeiten. Und das war unter anderem auch beabsichtigt. Es sollte ein Film sein, der über das Thema nachdachte, wie Veränderungen und die Angst vor der Veränderung sich auswirken. Wir haben das versucht, wie der Herr so nett sagte, als Unterhaltung. But nevertheless, the subject is that people can be very frightened of change. I expect nowhere is that better known than here. This seemed to be a worthwhile subject for a film, and within that, or without, in an external context, we try to have as much fun with it as possible. Sollte man natürlich trotzdem so viel Spaß dran haben wie möglich. Weitere Fragen, bitte. Ihre Fragen. Here, there's a question on the left-hand side. Ist es nur ein Zufall, dass die Klingonensprache so ein bisschen wie Russisch klingt? Die Klingonen waren immer die Ersatzperson für die Russen in den Filmen. Es gibt richtig eine klingonische Sprache, die jemand erfunden hat, ehe wir den Film gedreht haben. Und das wird auch im Film erwähnt. Alle Schauspieler mussten nämlich lernen, klingonisch zu sprechen. Das ist ziemlich schlimm, das kann ich Ihnen verraten. Es gibt ein Wörterbuch und sogar ein klingonisches Kochbuch, aber ich kann mir nicht vorstellen, wo man die Rohmaterialien dafür kriegt. Haben Sie das wirklich vor Ort gedreht? Wir haben drei Wochen auf der Venus doch gedreht. Und die Klingonen, die klingonische Sprache wurde hier erfunden. Und ob das nun ähnlich ist wie Russisch oder irgendeiner anderen Sprache, das weiß ich nicht. Aber es ist wirklich eine Sprache. Tut mir leid, das kann wirklich gesprochen werden. Bitte. Das stützt sich eigentlich eher auf eingeborene amerikanische Sprache. Ihre Fragen, bitte. You were asked to take off your headphones so they can take photographs of you. Okay. Vielleicht eine Frage an den Regisseur. Sie haben ja schon einen Film in der Reihe Star Trek gemacht. Wie ist es zu dieser Mitwirkung an diesem Star Trek Nummer 6 gekommen? Wie sind Sie in dieses Projekt hineingekommen? Yes. Yeah.
like the man who goes to the house of ill fame and das asks the Mann, girl, you know, how did a lovely girl like you, a graduate of the Sorbonne, und hat das Mädchen fast bekommen, wind dann, up here dass sie an der Sorbonne Examen gemacht haben und nun hier auftauchen, die sagten, ich habe einfach Glück gehabt. Star Trek II, which nach I Star Trek 2, das war ein I was asked einmalige Star Trek Angelegenheit, habe ich dann die Lauf bekommen, Star Trek 3 I'm zu drehen. Not very big on aber ich bin beim Wiederbeleben und Wiedererstehung von alten Dingen nicht besonders gut. Und ich habe das eigentlich mehr als Gefallen geschrieben, denn die hatten Schwierigkeiten beim Drehbuch. Und es gab ein Drehbuch, aber die wollten, es gefiel ihnen nicht so gut. Und ich habe dann ganz schnell die Rollen für Star Trek 4 geschrieben, die auf der Erde spielten. Es ist ziemlich schnell geschehen. Ich wollte eigentlich in eine andere Stadt sogar gehen. Das spielt sogar wieder in derselben Stadt. Ich habe gesagt, kann man nicht diesmal in Paris drehen? Star Trek 6 wurde von Leonard Nimoy 1990 vorgeschlagen. Paramount Pictures wollten die Serie damit auslaufen lassen und sein Gedanke, oder was ich in Massachusetts hörte, in Ferien war, dass jetzt in die Mauer auch im Weltraum abgebaut wird. Dann habe ich gesagt, na gut, warum nicht? Meinen Sie, dass es keine Fortsetzung mehr von Star Trek geben wird? War das eine endgültige Entscheidung? Ja, das war mit dieser Besetzung das letzte Mal. Das stimmt natürlich. Ich bin natürlich der, gedacht hat, Spock wäre tot. Das deshalb, also mit einem Körnchen Wahrheit annehmen. Sicherlich wird es noch andere Star Trek-Filme geben in der nächsten Generation mit einer neuen Besetzung, denn die Kulissen gibt es noch, die stehen immer noch. Yeah, I've read somewhere in your, ich habe irgendwo... There's a question there. Ach, da drüben ist eine Frage. It becomes some kind of a one-man-show here. Three-parter. First, are you a Trekkie? Sind Sie selbst ein Trekkie? Isn't it kind of a funny feeling, ist das nicht ein komisches Gefühl, dass Sie vielleicht jetzt das letzte Kapitel einer Legende geschrieben haben? Und was halten Sie denn von einer neuen Generation im Vergleich zur alten Generation, zur ersten Generation? Hier muss ich eine Unterscheidung treffen. Ich habe gesagt, ich bin kein Trekkie, aber Sie müssen auch unterscheiden, ein Anhänger zu sein und verrückt danach zu sein. Ich habe Star Trek mir nie angeguckt, bis ich nach Star Trek 2, bei Star Trek 2 anfing zu arbeiten. Und zum großen Teil habe ich auch gar nicht begriffen, was da los ist. Selbst wenn ich es nicht verstehe, bin ich doch zu dem Punkt gekommen, wo ich jetzt doch vom Charme der Sache gefangen genommen bin. Die Schauspieler im Einzelnen verführen mich und ich finde sie sehr verführerisch. Ich bekomme nicht mehr davon als bei vom Ring der Nibelungen. Das gibt mir auch nicht mehr. Ich liebe den Ring der Nibelungen. Ich verstehe es zwar nicht, aber es gefällt mir trotzdem. Und ich kann Ihnen deshalb nicht alles über Star Trek sagen, aber wenn ich in ein Hotelzimmer komme und sehe es dann im Fernsehprogramm, dann gucke ich mir es immer an, denn es sieht alles immer so niedlich aus und die sehen aus wie Zwölfjährige und das erinnert mich an meine Familie. Für mich, wie ich das beschreiben kann, ist es Trekkie. Ich bin ein Berliner, aber... Ich bin ein Berliner, aber ich bin kein Trekkie. No. Nein. It's been an experience. Es war eine nette Erfahrung, es hat Spaß gemacht. Iman, how did you like your role? Wie gefiel Ihnen Ihre Rolle, Iman? It's still changing. Das ändert sich auch immer noch. Das, how did you get, der Eindruck ändert sich noch. Wie hat man Sie angesprochen? Wie sind Sie überhaupt in die Besetzungsliste gekommen? Yeah, it was definitely had nothing to do with es hatte nichts mit der alten Besetzungspraxis in Hollywood, denn ich habe es mir einfach verdient. Ich habe mich vorgestellt, ich habe vorgespielt und dann bin ich gewählt worden. Ihre Fragen bitte. Sie haben eine Legende erwähnt am Ende. Sie haben gesagt, Sie wollten ein letztes Kapitel einer Legende schreiben. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Ich hatte mit der speziellen Geschichte in diesem Film viel mehr zu tun, als mit dem Gedanken, ein Schlusskapitel zu schreiben.
Darauf habe ich mich nicht konzentriert. Wenn Sie da zu sehr darüber nachdenken, haben Sie keinen Spaß mehr. Und dann wird es einfach dass man zu viel Verehrung für etwas Vergangenes zeigt und von dem ich sowieso nicht überzeugt bin, dass ich es verstehe. Ihre Fragen bitte. Ich habe gelesen, dass eine Frage an die Regie und vielleicht auch an den Produzenten. Ich habe gelesen, dass es ist ja ein sehr altes Schauspielerteam, was da zusammengearbeitet hat und die sich so als eine Art Großfamilie fühlen. Wenn das jetzt aufhört, dann ist natürlich auch diese Existenz dieser Großfamilie in dieser Art und Weise gefährdet. Können Sie vielleicht ein bisschen sagen, was dieser Geist dieser Schauspieler da war, von denen Sie da? Das stimmt, die sind wie eine große Familie. Und Sie wissen ja, wie es bei Familien aussieht. Das sind Leute, die zusammengeführt worden sind durch ein zufälliges Schicksal, wie eben auch Brüder und Schwestern oder Väter und Kinder auch. Und mehr als ein Vierteljahrhundert lang. Verstehen Sie denn nicht, was ich sage? Which means that they, das heißt natürlich, they have high regard for die each other. They have achten einander, sie sind befreundet, sie haben auch Streit, sie küssen sich, sie streiten sich, sie vertragen sich wieder. 25 Jahre ist schon eine lange Zeit. Und wie es dann sein wird, wenn es vorbei ist, das ist natürlich sehr schwer vorherzusagen. Das müssen die als Menschen überhaupt erst mal verdauen, dass es vorbei ist. Während der Film gedreht wurde, konnte man es natürlich noch nicht aufnehmen, denn das war die Arbeit, die sie immer gemacht haben. Erst wenn der Film nicht mehr da ist oder wenn es keinen weiteren Film gibt, dann wird ihnen klar werden, dass dieser Teil ihres Lebens vorbei ist. Sie sind sicherlich dann auch traurig, aber es gibt natürlich viele Dinge, die sie sonst im Leben beschäftigen. Sie sind alle sehr beschäftigt. Ein Moment war da, oder ein Tag gab es mal, als wir alle versucht haben, den Film zu beenden und dann zu schneiden. Und am letzten Drehtag wurde es eigentlich ganz deutlich, dass wir irgendwie mit den Leuten vor der Kamera nicht zurechtkamen. Wir wollten fertig werden und denen war es wieder klar, dass es der letzte Drehtag war und die wollten irgendwo auch nicht aufhören. Und es war eine ungewöhnliche Erfahrung, dass die Leute aus dem Paramount-Studio kamen und reinschauten. Wir hatten eine Sicherheitswache vor der Tür und wir sagten, ist das wirklich der letzte Tag, wo diese Gruppe zusammenarbeitet? Und das hat uns natürlich ein besonderes Gefühl verliehen. Wir versuchten noch eine weitere Frage hier zu linken. Frage an Herrn Meyer, bitte. Kann man eigentlich noch kreativ arbeiten mit einem Team oder mit einer Idee, die eigentlich 25 Jahre alt ist oder 26 Jahre alt, wo die Charaktere richtig vorgegeben sind, wo eigentlich jeder Handgriff stimmt, wo schon vorgegeben ist? Gibt es da überhaupt noch Spielraum für den Regisseur? Sure, quite a bit. Natürlich, the doch, cast sehr. Is no more preset and every move predetermined than a production of Hamlet. Und auch nicht jede Bewegung wie eine Produktion von Hamlet. There have been many productions of Hamlet. Es gibt sehr viele Hamlet-Aufführungen und über 400 Jahre würde I don't see that 25 years poses that much of a problem. What you have is actors who believe they know their parts and can say to you, oh, I wouldn't say that or I wouldn't say it that way. That shouldn't be my line, that should be Michelle's line, let Dr. McCoy say that, but they were very professional and very flexible. The other question I'm always asked is, what was it like working for guys who directed before? And the answer is the same, they were very professional people. It was a lot of fun to make the movie. I don't know what it comes out like subtitled, I don't know what it was like in, or what it would be like in German, but we had a very good time. Aber wir haben viel Freude daran gehabt und wir haben eigentlich uns nicht like sehr to go to den belastet, dass es das Ende scene, ist. Do the prisoner war escape scene, wir haben die Fluchtszenen des Gefangenen with floating blood. Oder always like coming to work with floating der blood. Mörderszene. Question here on the left hand side.
Jetzt noch eine Frage hier zur Linken. I must admit, I forgot my question right now. Ich muss leider okay, sagen, ich habe die Frage vergessen. Okay. Soll ich Sie antworten? Trotzdem antworten, sagt er. Ich habe eine Frage vielleicht an den Produzenten. Star Trek ist ja sehr erfolgreich in den Vereinigten Staaten gewesen, alle Serien eigentlich, die vierte besonders. Wie sind eigentlich, wie teuer war der Film, wenn Sie das antworten können? Und gab es schon Einspielergebnisse, die andere übertreffen? Oder können Sie ein bisschen dazu ausführen? This is a fun question. Das ist eine eigenartige Frage. Die Fragen zum Geld sind immer merkwürdig. Jeder Star Trek-Film, 3, 4 und 5, kosten im Durchschnitt 41% mehr als der Vorläufer. There are two exceptions to zwei Ausnahmen hat es which gegeben, I am proud to say und ich bin are stolz, both mine. Das sind beides meine. Star Trek 2, Star Trek 2 cost approximately hat 25% etwa 25% von Star Trek 1 gekostet and Star Trek 6 und Star Trek 6 cost approximately the same hat etwa as Star Trek 5. Gekostet wie Star Trek 5. Those are the money. Those are the money figures. Das sind dieses Geld. And thanks to my producer, Dinge. Who always Danke auch an meinen Produzenten, der mich hier zwar mit einer Magerdiät ernährt hat, aber er hat mich doch weiter damit right beschäftigt. When you started to shoot the movie, als Sie begannen, we could read Film in the newspapers that you intended to let die half the cast, Captain Kirk and Dr. McCoy and so on. Was it intended also like that in the beginning? Did you change McCoy the script so or was that just some kind of a present? The script changed a lot, but it never changed that much. It was always the same story that you saw tonight. I used to tell the papers that the movie was about Spock falls in love because that kept everybody so busy. So schön beschäftigt. And they saw the movie and said, well, where's the love und wir haben dann den Film gesagt, na, wo ist denn die Liebesgeschichte geblieben? Darf ich um Ihre Fragen bitten? Auf der rechten Seite. J'en oublie qu'on ait des enfants là avec cette histoire. Vous croyez dans les fonds, meinen dans les Sie futures. Im Grunde, dass in Zukunft, on pourra avoir quelque chose comme ça, une guerre dass froide, wir wirklich so etwas erleben werden, einen kalten Krieg im All zum Beispiel? Was sind Ihre Überlegungen? Ich glaube gar nicht, dass wir eine Zukunft haben. Why? Warum? Why? Warum? Because we are the, we are the... No, yeah, pas de es gibt keine Zukunft. Je crois que nous sommes déterminés de tuer nous-mêmes. Werden wir uns alle töten, vielleicht aufgrund von Ozon, aufgrund von der demokratischen Entwicklung? Sind Sie ein Ökologe? Ich bin ein Pessimist. Ich dachte, dass Sie eine ganz andere Zukunft für die Erde vorgesehen haben. Das heißt, ein Weiterleben vielleicht in den Galaxien. Wie viele Jahre kann unsere Erde noch leben, Ihrer Meinung nach? Darf ich um weitere Fragen bitten? Dann meine Frage an Herrn Regisseur. Was werden Sie jetzt nach Star Trek 6 tun? What will you do? Directing again? If they let me. Wenn ich darf, ja. Haben Sie besondere Pläne? Was möchten Sie gerne tun? Herr Jaffe und ich, die viele Jahre lang Partner gewesen sind, haben einen Film Don Quixote, den wir gerne drehen wollen. Ich meine, das ist eine komische Geschichte, aber es kann ein lustiger Film werden. Die Leute machen es nie komisch, sonst wird immer so sentimental gespielt. Und wir möchten richtig eine volle Komödie draus machen über einen langen, dünnen und einen kleinen, dicken und was mit denen passiert ist. Als ich das Buch las, erschien es mir sehr komisch. Wir haben auch noch verschiedene andere Projekte und es ist natürlich sehr, es klingt sehr nach Hollywood, was man, wenn man darüber redet, was man tun will. Wenn es Wirklichkeit wird, dann werde ich schon sagen, wenn wir hier wieder sitzen, wenn die Welt lang genug erhalten bleibt. Sind noch weitere Fragen? Hier an der left-hand side.
There's a man over here who has one too. There's one too. First this gentleman again. Oh my God, the room is heating up. I can't yes, they're warming up now. Yeah, and da hinten auch eine Frage, hinter dir. Now that everybody's sitting up, this is going to be my final question. Ms. Iman, as far as I know, your first steps into acting were in an episode of Miami Vice. Waren ein Film von Miami Vice. Nein, es war noch einer, No Way Out. Sie haben No Way Out nicht gesehen. Ich werde es heute Abend sehen. Ich habe es auf Video. Und dann Miami Vice. Planen Sie weitere Darstellungen? Ja, ich habe ein Angebot. HBO Comedy Series, eine Komödienserie, die John Lennon produziert, der heißt Dream On, und in einem englischen Film, in einer amerikanischen ABC-Produktion, hat mich auch gebeten mitzuspielen. Links, bitte hier links ist noch eine Frage. Do you hear me? Okay. West Dream Man, what did you prefer to played also in the Michael Jackson video? Sie haben ja auch beim Michael Jackson Video mitgespielt. Wo haben Sie lieber gespielt? In Star Trek? Das Einzige, was da gemeinsam war, die Kussszene. Man hat mich gebeten, das Michael Jackson Video mitzudrehen. John Singleton hat mich, der Boys in the Hood gemacht hat. Er hat es geschrieben und hatte mich dabei im Sinne. Als er mich ansprach, war ich sehr interessiert, denn ich wollte gerne mit John Singleton arbeiten. Ich wollte unbedingt ein Musical-Video machen. Ich habe immer gedacht, das ist eher ein Anfang für Tänzerinnen, aber nicht so sehr für Schauspielerinnen. John Singleton hat mich aber überredet und ich habe es dann auch gemacht. Und dieser berühmte oder berüchtigte Kuss ergab sich. Michael Jackson ist zwar sehr schüchtern, aber er ist ein großer Schauspieler. Und Sie sind eine zweite Schauspielerin, aber nicht eine Madonna geworden. Ich kann auch nicht mal singen. Ich weiß, ob die Leute überhaupt heute noch singen können. Die drehen erst mal ein Video und dann versuchen sie zu singen. Das wird oft dann von anderen nachgesungen. To Iman, do you consider your looks a burden or a blessing if it comes to acting? Do you think people glauben Sie, dass Sie wegen Ihrer Schönheit gewählt worden sind oder wegen Ihrer schauspielerischen Leistungen? In Hollywood sagt man, Sie sind so schön, denn Hollywood hat sich ja auf Schönheit. Michelle Pfeiffer würde ich eigentlich als hässlich bezeichnen. Aber es gibt immer das die Rede, dass Mannequins und Modelle nicht schauspielern können, die sind einfach schön und dumm. Meistens beginnen die, wenn die 18 oder 14 sind. Ich weiß nicht, was die Welt von jemandem in dem Alter erwartet. Und, Schauspielkunst sicherlich. Manche Schauspieler sind falsch gewählt worden, auch Schauspielerinnen auch, haben manchmal den falschen Weg gewählt. Man bekommt nicht immer so viele Chancen. Aber es gibt eigentlich nichts, was unmöglich ist. Manchmal ist Schönheit ein Vorteil, manchmal ist es aber auch ein Hinderung. Lauren Bacall hat ja auch schon damals als Modell angefangen. In Hollywood ist natürlich Schönheit ein Pluspunkt. Aber man ist immer nur so gut, wie der letzte Film war. Und deswegen muss man sich immer wieder selbst beweisen. Sind noch weitere Fragen? Ihre Fragen? Dann bedanke ich mich bei den Gästen fürs Kommen. Wünsche Ihrem Film hier in Deutschland viel Erfolg. Wish your film. No, he didn't want to ask him. Oh, sorry. Yeah, no, he's finished. What was that? Pardon? He just thanked everybody for coming. All right, okay. Sure. Der Star Trek 6. Donner zurück an den Neuendorfplatz in die Zentrale von FAB